Guten Morgen zum nächsten Dezember-Flash. Und diesmal spielen wir Treasure auf Cutlass Reef. Und ich bin ja eigentlich wirklich ein Fan von Piraten. Ich weiß auch nicht, moralisch nicht. Ich weiß, es gibt gute Piraten. Also so ist es nicht. Es ist einfach nur, hat mich nie so wirklich interessiert. Es muss schon irgendwas Besonderes sein. Außerdem Schifffahrt, das ist ziemlich langweilig. Anfang zu einem Spiel, wo man Piraten spielt und Schiff fährt. Aber wir probieren es einfach mal. New Game, wir versuchen scheinbar einen Treasure zu finden. Wenn ich jetzt wüsste, was ist. Ich glaube, ein Admiral ist das Schwerste. Wir fangen mit dem Captain an, weil ich sowas nicht so gut kann. Und. Ah, verschiedene Level. Wo ist das? Guck mal, die Berge hier. Und dann dieser Haken. Interessant. Jetzt will ich irgendwie ein Rollenspiel spielen. So, scheinbar ist hier der Schatz. Aber auf dem Weg sind ganz viele Gegner. Dann ist die Frage, warum sind die Gegner nicht schon in meinem Schatz? Ist egal. Wir fangen einfach mal an mit dem Battle. Und wir. Okay, wir haben 24 Cannons. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, okay. Das sieht aus, als ob ich irgendwie. Als ob ich den gerade Kaninchenköttel beschieße, habe ich das Gefühl. Oh yeah. Das ist mal ein richtig. Nein, nein, nein. Ah. Ich kann nicht rückwärts fahren. Natürlich nicht. Macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn. Wo ist meins? Ich hab noch. Haha, getroffen. Ihr seid ja auch gegeneinander. Ihr seid so dumm. Ihr seid so dumm. Oh nein, ich bin so dumm. Das war richtig dumm. Weil ich bin jetzt. Ich sterbe jetzt. Fliegen die wirklich so weit? Warum kommt denn noch mehr? Was ist denn hier los? Ist eine Party? Aber keine gute Party. Das ist irgendwie eine. Ah, nein, ich will nicht mehr bei der Party sein. Nein, ihr hatet alle. Oh fuck, ich bin so schlecht. Ich hole mir mal das Geld hier. Weil Geld ist voll wichtig, wenn ich sterbe. Könnt ihr euch mal gegenseitig töten? Irgendwie kann ich nicht weiterfahren. Fahren, ja, fahren. Guck mal. Warum können die weiterfahren als ich? Seid ihr im. Ah, ich bin noch. Bin ich so einer, der nicht. Ich darf nicht. Oh, volle Breitseite. Ich darf nicht. Ich habe das Gefühl. Ich glaube, ich bin tot. Nee, doch noch nicht. Ich bin noch nicht tot. Was für eine Arbeit. Was für eine Arbeit. Es sieht so aus, als ob ich irgendwie. Oh, noch nicht schwimmen kann. Und deshalb darf ich noch nicht ins Becken, habe ich das Gefühl. Mann, meine Crew arbeitet immer ein bisschen. Oh, what the fuck? Da kommt noch mehr. Aber ich habe das beste Schiff. Du kannst mir gar nichts. Nur weil du erwachsen bist. Guck mal, ich bin voll ausgewichen. I'm the pro of the game. Ich schieß einzeln. Oh, fuck, und schnell weg. Oh, du hast mich getroffen. Bestimmt sind noch welche gestorben. Können wir nicht einfach Freunde sein oder das zusammensuchen oder so? Ich meine, dass die Kosten sind doch viel zu groß. Viel zu hoch. Der Schatz kann gar nicht stark genug sein. Tschüss! Okay, ich habe 6000 Gold gemacht. Ich habe keinen Bonus bekommen, weil ich nicht wirklich super war im Schießen. Das ist mir ziemlich egal. Am Ende, das muss ich ja niemandem erzählen. Das ist ja nicht so, dass es aufgenommen wurde oder so. Und ich habe 68% getroffen. Auch egal. Die anderen sind tot. Ich meine, wahrscheinlich, also wahrscheinlich auf meinem Schiff sind einige tot. Da sind bestimmt jetzt einige, die irgendwie so. Oh nein, er hat eine Familie. Lol, nee, hat er keine Familie. Weißt du, wir plündern und vergewaltigen. Also wahrscheinlich hat er Familie im weitesten Sinne, aber meh. Bloß der Ferdinand nicht. Der plündert und raped nur alte Männer. Das ist so sein Ding und deshalb kann da gar keine Kinder rauskommen. Also wenn der irgendwo hingeht, sieht er sich nicht selbst wieder. Weil er will er auch gar nicht, weil er ist ziemlich hässlich. Okay. Deshalb muss er ja rapen. Oh, Upgrade! Okay, das Spiel ist gleich um einiges besser geworden. Jetzt nämlich die Frage, was wäre besser? Bewegung, ja, ich bin eh schlecht im Ausweichen. Vielleicht wie kann man das besser machen? Wie kann man. Egal. Armor. Grapes Shot?
Ah, ich denke mal, wenn ich ganz nah rangehe, dann kann ich sie festhalten und gegen sie kämpfen. Aber ich würde sagen, Faster Reload ist sehr wichtig. Weil, wo mache ich das überhaupt? Gebe ich den Leuten mehr Geld, damit sie, sage ich, ihr müsst schneller die Kanonen vollfüllen. Ja, aber sie sind so heiß. Ja, hier, du kriegst Geld. Okay, das sind meine Hände egal. Und Jochen sagt, nee, ich nicht. Ich brauche meine Hände. Die müssen fühlen können. Fühlen ist ein sehr wichtiges, sehr wichtig, wenn ich jemanden festhalte. Nee, das war ja nicht Jochen. Albert. Egal, irgendwelche Namen. Ich weiß doch nicht mal die Namen von meiner Crew. Wisst ihr was? Die Leute sterben so schnell. Da kannst du dir gar nicht merken. Letztens habe ich so gesagt, so, hey, du, Hannes. Und er so, hä, wer ist Hannes? Und dann, ja, scheiße, der ist ja letzte Woche gestorben. Weißt du, nur weil beide blond waren. Es ist total peinlich für den Captain. Und da habe ich mir so gedacht, ich nenne euch einfach alle Bitches und dann geht das schon. Weil dann ist es auch nicht schlimm. Es kann was Gutes sein, es kann was Schlechtes sein, wenn einer eine wirklich eine Bitch ist. Und einer hat dann gesagt, nee, ich bin keine Bitch, ich bin voll der coole Hengst. Und dann nenne ich sie jetzt Hengst Bitches. Also abgekürzt Hebi. Und deshalb, das finden die cool, dann sage ich so, ihr seid meine Hebis. Und die neuen Leute wissen das gar nicht, was es bedeutet. Und so ist es einfach eine Bedeutung geworden, weißt du? Also wenn ihr irgendwie mal in die Schule geht und sagt, hey, Babys, und dann fragen sie, was heißt das? Und dann kannst du sagen, du bist ein Hengst. Aber auch eine Bitch. Und dann sagen sie, Also, weißt du, es ist so ein Lob und gleichzeitig so, okay. Nimm mich an. Weil, hast du ja recht. So, und more cannons. Das heißt, schneller und mehr. Wie die Griechen. So, und mit dem letzten holen wir uns noch mehr. Ich denke mal, da kommt noch viel mehr. Ab davon. Okay. Oh, ich hätte mal safen sollen. Vielleicht. Scheiße, warum safest du nicht automatisch? Egal. Los geht's. Nee, 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 nee. La la la. La la. Wieso kann ich wieder nicht so gut? Ah, warte. Boom. Oh fuck, 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 oh fuck. Das war ziemlich ekelhaft, würde ich mal sagen. Wuhu, wuhu! Ihr suckt! Okay, Entschuldigung, das darf ich nicht sagen. Es ist PC, das ist nicht PC, weil einige sucken wahrscheinlich wirklich. Viele wissen das nicht, aber es gab weibliche Piraten. Also Piratinnen, über die wird nicht so doll gesprochen. Heutzutage ist immer dieses überall, oh, ob es bei Penny oder bei Kick ist oder sowas. Immer so, fangen sie immer an mit. Ah, I see, oh fuck, das war böse. Fangen sie mal so an, Piraten sind für Männer, was ich mal denke. Erstmal ist das total schlimm eigentlich, weil das Piraten, ihr seid ziemlich kacke. Oh, das war schlecht. Man sollte das jetzt nicht irgendwie verherrlichen. Aber gleichzeitig, nein, es gab weibliche Piraten. Also es gab, ne? Bloß manchmal war das nicht so gerne gesehen, weil halt auf langen Fahrten Vergewaltigung auch außerhalb der Städte war, wo es angebrachter war. Weißt du, Piraten kommen so zu deiner Stadt, dann erwartet man, dass Leute vergewaltigt werden. Also es ist dann irgendwie so, hey, na, und dann so, ja, wir wollen nur ein bisschen einkaufen. Wollt ihr nicht plündern und vielleicht. Weiß nicht. Vielleicht töten und vergewaltigen und sowas. Nö. Ist meine Tochter nicht hübsch genug für dich oder sowas? Nö, wir haben Piratinnen. Bloß manchmal gab es auch Vergewaltigung. So, das war nicht so beliebt. Aber natürlich dann, das ist dann so wie im Osten, wenn du keine Frauen hast, dann fangen irgendwann die Männer an, sich gegenseitig zu vergewaltigen. Es ist so, und mein Gott. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Mano, 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 ihr, wieso habt ihr so viel und ich hab so wenig? Schießt euch mal gegenseitig tot. Wow. Wartet. Das war gut. Das war nicht schlecht. So. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau. Und vielleicht haben ja dann sie irgendwie. Weißt du, heutzutage gibt es Buchclubs. Und vielleicht gab es da ja dann damals so Sackclubs oder so. Sie hatten kein Obst, also mussten sie anderes machen. Und, Oh, mon Dieu. So, nachher ist auch gut. Boah, meine Cannons sind so schlecht. Und deshalb ist das in Ordnung. Das ist ja wie so ein Film. Der Sack Club. Aber warum nicht?
Könnt ihr ja mal in der Schule anbieten oder sowas. Weißt du? Ist auch weniger gefährlich. Solange ihr keine Wunden im Mund habt, werdet ihr auch keine Geschlechtskrankheiten bekommen. Aber vielleicht Herpes. Aber Herpes haben wahrscheinlich sowieso die irgendwie 80% aller Menschen, weil es bei vielen nicht ausbricht und damit wissen sie gar nicht, dass sie es haben. Und dann küssen sie irgendjemanden, weil ihr eine Bitch und Schlampe seid. Oh, Henbies! Oh, Henbies! Oh, Henbies! Und daher. Wuhu! Jetzt sind wir beiden die Letzten und meine Integrity ist... Oh, shit! Ich dachte, das wär's. Das war so schlecht. So, jetzt muss ich ein bisschen aufladen. Nein, könnt ihr irgendwie mal anbieten. Irgendwie so eine Club-Aktivität. Einfach so, weil Oralsex, der Club, hört sich nicht cool an. Das hört sich irgendwie so nach lame an. So, jetzt sind wir beiden nur noch da. Und ich habe keine Cannons. Fuck. Warte. Ich drehe mich um und... Es war so klar. Ah, mein Back. Und dann vielleicht können die Lehrer ja mitmachen oder sowas. Weißt du? So. Und vielleicht gibt es auch mal einen Elternabend. So. Wuhu, ich habe einfach die Leute umgebracht scheinbar. 4 Piraten on board habe ich. Kriege ich die jetzt? Werden die jetzt meins? Hey, euer Schiff ist kaputt. Wollt ihr bei uns mitmachen? Okay. Yay, neue Mitglieder für den Sackclub. Haha, Mitglieder. Wie komme ich jetzt einfach auf das scheiß Thema? Piraten sind schuld. Piraten sind immer schuld. Piraten nehmen euch eure Würde, euer Geld, eure Kinder und eure Unschuld. So, Piraten, wenn ihr das nächste Mal One Piece guckt oder sowas, denkt immer drüber nach, wie Ruffy bei euch irgendwie das Schiff entert und euch vergewaltigt. So, ihr denkt mal darüber nach und einige von euch werden jetzt richtig sagen, oh, gerne. Ich kenne euch, ihr Fanboys, ich kenne euch. So, das war, ich mache nochmal ein Update. Das Upgraden macht schon Spaß. Ich mag ja Upgraden, ne? Und dieses Onboard ist gar nicht mal so schlimm, weil ich habe gemerkt, wie wichtig das ist. Daher machen wir das. Und das war's. Ich weiß nicht, warum ich es gemacht habe, weil es ist sehr befriedigend. Apropos befriedigend, übermorgen ist letzter Tag zum Einschreiben beim Sackclub. Und ich wünsche euch viel Spaß dann halt bei eurer Schule oder wo ihr auch immer hingeht. In den Hafen oder wieder zurück ins Bett. Hauptsache, ihr habt Spaß. Wenn ihr keinen Spaß habt, dann komme ich und dann gebe ich euch Spaß, verdammt. Scheiße nochmal. Okay, bis dann. Ich wünsche euch was. Ciao.